Verstößt Edeka gegen Menschenrechte? Einer neuen Studie der Entwicklungsorganisation Oxfam zufolge nimmt die Einzelhandelskette sie zumindest in Kauf und das in größerem Umfang als die Konkurrenz. Seit 2018 führt Oxfam den sogenannten Supermarktcheck durch und prüft dabei Supermarktketten auf ihren Umgang mit Menschenrechten über die Lieferketten hinweg bis zu den Produzenten. Dabei landet Edeka unter den seit 2018 geprüften Unternehmen in Deutschland erneut auf dem letzten Platz. Von knapp 100 Prüfkriterien erfüllt Edeka gerade einmal 11%. Ein Blick auf die Tabelle zeigt, wie weit abgeschlagen Edeka damit liegt. Der vorletzte Platz, nämlich Rewe, liegt in dieser Auswertung bei immerhin 48%. Spitzenreiter ist Lidl mit 59%. Die knapp 100 Prüfkriterien bezogen sich auf die Bereiche Transparenz, Arbeiterrechte, Umgang mit Kleinbauern und Frauenrechte. In die Studie flossen allerdings nur öffentlich zugängliche Informationen ein. Eine bessere Bewertung als in den Vorjahren habe Lidl etwa deshalb erlangt, weil der Konzern alle Lieferanten entlang seiner Lieferketten für Bananen, Erdbeeren und Tee veröffentlichte, sagte ein Oxfam-Sprecher. Ein Blick in den Supermarktcheck aus dem Jahr 2020 zeigt, dass die Verbesserungen der Unternehmen vor allem im Bereich Transparenz und Strategie stattgefunden haben. Oxfam kritisiert, dass die Supermarktunternehmen dennoch Preisdruck auf ihre Lieferanten ausüben würden. Das führe zu niedrigeren Löhnen in den Lieferketten. Bei Lidl freut man sich über die erneute Spitzenposition. Die Lebensmittelkette nehme ihre unternehmerische Verantwortung sehr ernst und wolle an die positive Entwicklung anknüpfen, hieß es. Und was sagt das Schlusslicht Edeka zu seiner Platzierung? Auf Anfrage der Presseagentur EPD weist das Unternehmen alle Vorwürfe zurück. Da Oxfam bei der Bewertung nur öffentlich zugängliche Informationen berücksichtige, handle es sich um keine objektive Studie. Edeka stehe im Austausch mit Oxfam und habe die Organisation mehrfach ausführlich über die Aktivitäten des Konzerns informiert. Man bedauere sehr, dass diese Informationen kaum berücksichtigt und zum Teil sogar falsch dargestellt worden seien.